Wie viel kostet denn so ein scheiß Black Market? 2,5, okay. Okay, Black Market nach hier. Außerdem haben wir irgendwo eine Standard-Bodentruppe. Irgendeine? Nicht gebaut, ne? Kannst du mal bitte... Haben wir eigentlich gar keinen Counter mehr für die Waffen? Also für die Partikelkanone und für die Atombombe? Hätte da einen scheiß Piloten drin sitzen gehabt? Ich glaube, es hackt. Pilot ist ganz schön schnell. Ernsthaft? Ernsthaft? Der kam quasi aus dem Nichts und hat einfach meine ganze scheiß Armee platt gemacht. Fuck off. Holy shit. Ich fühle mich echt ein bisschen verarscht. So, jetzt kommen da von da oben die Chinesen und ich habe halt keine Einheiten mehr. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist unser Radarwagen. Der muss vielleicht nicht da vorne stehen. Der kann nämlich auch nichts angreifen. Ah, okay, das lief so mittelprächtig. Alter, der Scheißzug, ne? Bis dahin war alles schön. Aber nein. Ich hätte ganz gerne noch einen Black Market. Einen zweiten. Das finde ich sehr entzückend. Wie viel Geld ist hier noch drauf? Ah, knapp 40.000, okay. Das geht klar. Okay, wir haben noch einen Rebel Ambush. Vielleicht können wir damit hier einfach was machen. Na, das lief ja super. Ja, schade. Hauptsache, wir haben dem noch ein nettes Upgrade verpasst. Das war total das Wichtigste, was wir machen konnten. Könnt ihr bitte dahin fahren? Fucking Zug, ey. Wir kriegen halt total auf den Sack. Wir schaffen es halt niemals, den Nuclear Missile rechtzeitig zu stoppen. Aber wir haben den Particle Uplink irgendwie deutlich verzögert. Kann das sein? Der wäre doch eigentlich vor der Nuclear Missile fertig gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Können wir eigentlich noch irgendwas Spannendes erforschen? Macht es Sinn, das hier drauf zu packen? Wahrscheinlich nicht, aber ich tue es einfach mal. Wo hat die GLA eigentlich auf einmal ein Flugzeug her? Oh, kommen die von da unten? Das ist nicht gut. Okay. Okay. Du, kannst du mal bitte... Einfach mal spaßeshalber da ein Command Center hinbauen. Einfach damit wir noch eins haben. Für den Fall der Fälle. Und du kannst eigentlich mal hier rüberlatschen und wir können mal gucken, was hier drüben noch so ist. Hab halt null die Map erkundet. So gar nicht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Problem. Das sollte ich einfach mal früher angehen.
Was ich mit dem Rocket Buggy jetzt mal total machen könnte. Muss eh gleich meine Einheiten da alle wegbewegen. Hat der Scheißzug jetzt gerade ernsthaft den Rocket Buggy überfahren? Nein, hat er nicht. Gut. Okay, Stinger Side. Da ist ein Ölförderturm, den wir uns holen können. Bau doch hier einfach spaßeshalber mal Barracks hin. Ich möchte mich einfach gerne ein bisschen breiter aufstellen, dass falls wir eine Nuklearrakete abkriegen, wir halt nicht total auf den Sack bekommen. Nein, das ist mir alles egal. Das Ding hätte ich gerne und dann hätte ich hier ganz gerne mehr Stuff. Meinetwegen auch das. Ja, bitte. Ja, bitte. Einheiten aufwerten, dringendst. Das läuft soweit. Und dann bitte noch Einheiten bauen. In Hoffnung, dass wir nicht wieder vom Zug überfahren werden. Okay, komm, wie viel brauchen wir? 2,5 haben wir. Perfekt. Einfach zur Sicherheit. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Zug. Aber er ist jetzt gerade durchgefahren. So, wir sind da alle sicher rübergekommen, das ist schön. Kriegen die das Ding platt? Nee. Was auch immer das für eine Einheit ist, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas abwirft. Mist, ich habe meinen Radarwagen mitgenommen, das war nicht ganz so clever. Kommen wir eigentlich da irgendwo hin und können die Kraftwerke platt machen? Vielleicht können wir da mit dem Particle Uplink noch ein bisschen verzögern. Das wäre halt ganz sexy. Erstmal drei Kraftwerke kaputt machen, ist halt schon mal nicht mal verkehrt. Dann würde ich aber tatsächlich lieber gern nach oben fahren. Wir werden da angegriffen. Naja, da war das Ding aus. Ja, beziehungsweise eine Patriot-Missile. Das ist okay. Das ist alles schön. Müssen hier unten Einheiten nachbauen. Wie kommen wir denn da hoch? Na, was du nicht sagst. Schön, dass sie Luftabwehr bauen. Richtig sinnvoll gegen die GLA. Wobei, das schießt auf Bodeneinheiten, ne? Ja, okay. Könnt ihr nicht ganz so nah daran fahren? Das finde ich ganz okay.
Okay, die Nuklearmissile werden wir los. Dankenswerterweise hat er sie einfach nicht abgeschossen. Das hat vieles einfacher gemacht. Sonst hätten wir nämlich ein großes Problem gehabt, glaube ich. So, mit den Chinesen da oben machen wir nochmal das Supply Stash platt. Und alles, was da noch so drumherum steht. Naja. So, und dann raus da. Das reicht schon. Das hier ist die Particle Cannon, ne? So, Hauptsache ihr parkt dann nicht auf den Schienen, dann ist alles schön. Oh, guck mal, wir haben ja doch auch tatsächlich noch ein paar Einheiten zusammenbekommen. Das ist doch ganz nett. Jeden hat sich auch irgendwie keiner mehr um uns gekümmert, ne? Das ist okay. Das ist okay. Das stört mich ehrlich gesagt nicht so richtig. Die Einheiten kann ich nämlich bequem nachbauen. Werden auch nicht vom Zug überfahren. Warum packen die denn jetzt alle da oben? Die sollten doch hier runterkommen. Hierhin. Wahrscheinlich setzt er seine Superwaffen oder setzen die CPUs ihre Superwaffen so lange nicht ein, bis ich meinen Scud-Sturm baue, oder? Ja, das hätte ich auch einfach haben können. Oh, das war gar nicht die Particle Cannon, ja? Das ist die Particle Cannon. Okay, RIP-Einheiten, die werden jetzt alle überfahren. Passiert. Zumindest noch ein bisschen Trouble gemacht. Okay, aber dann heizen wir hier jetzt einfach quer drüber und dann sollte das Thema eigentlich gegessen sein. Können wir bitte dieses Gebäude angreifen? Ach, eigentlich geht's auch hier rein, ja? Verstehe. Guck mal, wer kommt denn da? So, dann noch ein bisschen bitte die Infanterie da platt machen. Und dann können wir uns den schweren Geschützen widmen. Schön, dass die Hälfte der Einheiten einfach da hinten irgendwo parkt und sich halt einen Scheiß um den Rest kümmert. Ja, das ging erstaunlich gut. Flugfeld? Das haben wir nicht einmal benutzt. Soll mir recht sein. Gut, dann können wir uns das jetzt, glaube ich, sparen. Dann brauchen wir mal, wo sind meine Barracks hier? Ah, wobei, das mache ich einfacher.
Stimmt, der hat ja immer noch seine Particle Cannon. Naja, nicht mehr lange. So ein paar, noch mal ein paar Kraftwerke platt machen und dann kann er sich mit seiner Particle Cannon auch mal überlegen, was er macht. Auf jeden Fall nicht mehr viel. So, dann hat die nämlich keinen Saft mehr und dann läuft der Counter noch nicht weiter. Bedauerlich. Dann müssen wir nur irgendwann mal Einheiten kriegen, damit wir hier ein bisschen was capturen können. Aber das ist in... keine Ahnung, 30 Sekunden der Fall. Cannon ist durch, das Ding ist durch. Fahren wir dann nochmal nach oben zu der Rakete? Ist vielleicht gar nicht verkehrt, da sind nämlich noch ein paar Verteidigungsanlagen. Dass wir da nochmal ein bisschen aufräumen, ist vielleicht nicht die dümmste Idee. Ach was. Ja, passiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hier noch so eine Party hat. Aber offenbar hat er das. Das wäre vielleicht ganz clever gewesen, wenn ihr da nicht mitten reingefahren wärt, aber passt schon. So, das Capturen muss ich da erst aufladen, das ist aber okay. Soll es tun. Ich frage mich gerade, wo die Flugzeuge herkamen. Ist überhaupt kein Flugfeld mehr. So, dann capture das Ding doch bitte mal. Müsste ja mit der Masse an Einheiten relativ schnell gehen, oder macht das nur einer? Okay, es macht einfach keinen Unterschied. Wir hätten, glaube ich, auch einfach nur einen nehmen können. Ich muss mal von den Schienen runter. Wie kann er da immer noch was bauen? Eigentlich hat er doch gar keinen Bauhof mehr, oder? Ernsthaft? Kommst du jetzt hier mit ein paar kleinen Scheißeinheiten an? So, dann nehmen wir das noch ein und dann sollten wir doch eigentlich fast fertig sein, oder? Müssen wir dann noch aufräumen? Weiß ich nicht. Das Ding ist gegessen. Ja, nice. Fliegen wir jetzt zum Mond? Tot, wenn das Ding direkt nach dem Start explodiert. Das ist schon ein bisschen bitter.
Ich weiß nicht, ob das so ein Grund zu feiern ist, halt tausende Zivilisten zu töten, aber okay, wir haben die Kampagne geschafft und sie ist nun mal auch die zweite und wir mussten sie machen. Wir haben nur ein Gebäude verloren. Was war das? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber okay, das lief ganz gut. Units Lost 75. Ja, davon sind bestimmt 20 dem Zug zum Opfer gefallen. Ah, beste Aktion, das hätte alles so viel schneller gehen können. Aber okay, End Campaign, please. Ja, gut. Dann würde ich sagen, die USA-Kampagne machen wir natürlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich die morgen direkt schon angehe. Weiß ich noch nicht. Wir machen sie aber auf jeden Fall noch. Vielleicht mache ich auch erstmal was anderes zwischenzeitlich. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Und macht's gut. Haut rein. Und tschüss.